Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Und wir sind immer noch am Grubbern, am Tiefenlockern. Wie sich das gehört, mit ordentlichem Gerät. Und ich werde jetzt mal doch, glaube ich, hier ein Vorgewände fahren, oder? Na komm, wir fahren die Reihen weiter. Es geht ja. Mit den 8 Metern geht es relativ schnell. Klar, ist halt ein bisschen nervige Arbeit, weil du einfach viel Zeit damit verbringst. Ist auch nicht so mächtig, die Arbeitsbreite. Aber ist okay. Aber wir müssen auch mal gucken, dass wir uns irgendwie einen Mähdrescher oder so organisieren. Ups. Ein Mähdrescher fehlt uns halt noch vom Equipment her. Wir haben eine Sämaschine, wir haben einen Düngestreuer. Aber zum Ernten, das fehlt uns. Wir haben zwar den Deal mit Racex, dass wir den Drescher benutzen dürfen. Aber ich will eigentlich meinen eigenen. So. Mal hier ein bisschen die Kante machen, dass wir hier nicht immer so viel wenden müssen beim Wenden. Das geht so nicht. Muss schon ordentlich sein. Gut. Ich weiß gar nicht, warte mal. Habe ich eigentlich das Geld gekriegt für die Paletten? Weiß ich gerade gar nicht. Achso, also Platzmangel hat der Bus aber auch. Let Player. Hallo? Folge Varuna hier. Guten Tag. Ich wollte mal gerade nachfragen. Sie haben letzte Woche Holzkohle gekriegt von mir. Ja, aber ich habe noch keine Rechnung erhalten. Die habe ich doch dem Kollegen mitgegeben. 18.700. Okay, das ist gar kein Problem, dass ich Ihnen das überweise. Nur ich wusste nicht, um welchen Betrag es sich handelt. Ja, das habe ich ihm gesagt. Er soll es dem Chef ausrichten. Oder Ihnen halt. Sie sind da. Waren Sie kurz? Solche Mitarbeiter. 18.700. Ja, inklus Steuer. Nee, exklu. Nee, Moment. Doch,
Doch, ja. Exklus Steuer, weil Steuer schieben wir ja sonst sowieso hin und her. Ja. Gut. Jo. Gut, danke dir. Tschüss. Nicht mal Tschüss sagen kann er, ey. Das ist ein Vogel. Gut. Sehr schön. Ja, waren nämlich 10 Paletten Holzkohle. Wenn man da nicht aufpasst, dann haben die das ganz schnell vergessen von der Gemeinde, dass sie Geld zahlen müssen. Muss man natürlich auch gleich aufschreiben auf die Liste drauf. 18.700. Ey, dann haben wir diese Woche aber mega viel Einnahmen gehabt. Wir haben ja Anfang der Woche Gerste verkauft für einen Toppreis, 1090 Euro die Tonne. Dann jetzt nochmal die 18.000 für die Holzkohle. So langsam, aber sicher. Geht's vorwärts. Jetzt muss man dann nur überlegen, wie wir klug investieren. Oder ob wir erstmal, vielleicht sollte man noch mal in ein paar Schweine investieren. Aber der Diesel ist ja gerade nicht abkömmlich, weil der sitzt vor Gericht. Bin ja gespannt, was da rauskommt, aber Zeit hinzufahren haben wir einfach nicht. Feldarbeit geht erstmal vor. Und vor allem müssen wir Ende der Woche ja auch hochfahren nach Kirchdorf. Da müssen wir ja am Montag dort sein. Weil so ein kleines Fußballmatch, da bin ich natürlich gerne wieder dabei. Ist immer sehr, hat sehr viel und macht immer sehr viel Laune. Ups. Aussteigen wollte ich nicht. Was wir auch mal gucken müssen, ist unbedingt nach so einem kleinen Anhänger für die Eier. Ich denke, vielleicht gibt es da einen Autoanhänger oder sowas. Mal gucken. Vielleicht Ende der Reihe mal kurz durchstöbern, ob es da irgendwas gibt, was bei uns an den Pickup rangeht. Machen hier.
dann hier nicht. Hier auch nicht. Da ist nur das. Aber das. Was sind das? So ein kleines Ballenwagen. Okay. Nee. Nee, nee, nee. So, an sowas dachte ich, an den Strautmann, an den kleinen. Aber den gibt's nicht für ein Auto. Nee. Sind auch alle zu groß. Nee, dann gibt's eigentlich nichts. Jetzt wird schon wieder dunkel, ey. Ich hoffe, ich kriege das Feld hier noch fertig. Keinen Bock, morgen früh hier weiterzumachen. Eigentlich soll ich vor der Nacht noch die Paletten sortieren, weil das kriegen wir auch nicht hin. Wir müssen ja dann schon bald hoch nach Kirchdorf. Ja, ich glaube, ich werde aber vielleicht relativ früh schon losfahren, dass ich am Abend nicht so einen Stress habe. Naja, aber das Stück hier, das ist jetzt gleich voll fertig. Das ist ja schon mal gut. Perfekt.
sehr schön. Gut, dann haben wir das erledigt. Dann werden wir jetzt, glaube ich, noch ein paar Paletten verkaspern fahren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.